ich war wieder bei DM und habe eine Menge Sachen. Nee, das sind Rüspel. Hey ihr Lieben, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war wieder bei DM und wir wissen alle, es gab eine Eskalation. Das sind bestimmt gerade 10 Kilo. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber es gab so coole neue Sachen. Und ich habe alles gekauft, was neu war. Ich würde sagen, ich rede gar nicht weiter um den heißen Brei und wir beginnen direkt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und würde direkt sagen, let's go. Stopp, 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 stopp. Wir haben eine Sache vergessen. Und zwar meinen klassischen Satz. Leute, wir haben einfach schon September. Wie kann das sein, dass dieses Jahr so schnell rumgegangen ist? Ich find's crazy, ich find's crazy. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal direkt hier mit Bilou. Die haben ein neues Produkt rausgebracht. Und zwar ist es hier der Hey Lovely Duschschaum. Und zwar steht da drauf, You make me happy. Und ich fand das Design generell sehr, sehr süß. Also solche Produkte von Bilou kennt man ja eher selten. Es sind ja eher diese clean, weißen Flaschen. Und das ist wirklich sehr viel. Und man kann den Duschschaum schon rausriechen. Das riecht sehr fruchtig, nach Kirsche, auch sehr süßlich, also es riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Es gab nicht nur einen neuen Duschschaum, sondern direkt zwei und der hat auch wieder so ein crazy Design. Also finde ich sehr, sehr cool, weil das sticht einem direkt ins Auge und der war tatsächlich schon fast ausverkauft. Und die sind, glaube ich, gestern erst rausgekommen, weil ich war vorgestern noch bei DM und da gab es die noch nicht. Deswegen richtig cool. Also ich finde auch gerade hier das Design mega, mega cool und der soll duften nach, boah, Waldmeister, saurem Apfel und einer süßen Vanillenote. Cool. Eine Sache, die ich, glaube ich, jeden Monat kaufe und die ihr mittlerweile schon von mir kennen solltet, sind Slipbeilagen. Das sind hier die Slipbeilagen für den Tanga. Liebe ich so, 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 so sehr. Sind einfach die besten, die es gibt. Also, falls ihr auch Tangas tragt, müsst ihr mal diese Slipbeilagen ausprobieren. Nachts trage ich immer normale Unterhosen und da benutze ich ja jetzt seit 2-3 Monaten hier die von Always, weil ich ja irgendwie Ausschlag von der Eigenmarke von DM bekommen habe. Ich muss sagen, mit denen komme ich mittlerweile auch richtig gut klar. Ich bin sehr happy mit denen, aber ich möchte auf jeden Fall mal noch die von der Einhornmarke, heißt es, glaube ich, ausprobieren. Aber die sind auch wirklich sehr, sehr gut. Als wir Corona hatten, hatten wir so ein richtig, richtig cooles Spray. Und ich meinte zu meiner Mama, Mama, ich will dieses Spray nochmal haben. Und die blaue Variante gab es nicht mehr, aber dafür gab es hier die Blütenzauber-Variante. Ich bin einfach so eine Person, ich liebe Duftsprays. Jeden Morgen sprühe ich mein Bett ein mit einem Textilerfrischer und Desinfektionsspray fürs Bett selber. Mein Stuhl, mein Hängestuhl und die ganzen Oberflächen reinige ich damit. Ich liebe das. Ich habe nicht mal so einen Putztick, aber ich mag es einfach so, diesen Geruch und dieses saubere Glänzen auf der Oberfläche. Und deswegen habe ich mir hier nochmal dieses Spray mitgenommen. Ich finde es sehr fein. Hier steht gerade einfach, wirkt gegen Covid-19. Es ist Desinfektionsmittel. Dann habe ich gesehen, dass es bei Isana einen neuen Badezusatz gab. Und zwar finde ich sehr merkwürdig, dass der jetzt Ende vom Sommer rausgekommen ist. Das ist die Duftrichtung Brasil Feeling und zwar mit Kokosextrakt. Es riecht wirklich nach purem Sommer. Also genau so würde ich den Sommer eigentlich vom Duft her beschreiben. Ist genau meins, dieses Kokosfruchtige. Aber ich finde es voll crazy, dass es einfach Ende vom Sommer rausgekommen ist. Dennoch finde ich es sehr, sehr nice und ich werde bestimmt auch im Winter noch damit baden gehen, weil ich liebe Badezusätze. Ich habe mir eine neue Creme mitgenommen. Da habe ich mich nämlich influencen lassen. Ich habe die auf meiner TikTok For You-Page gesehen. Und ich fand die sehr interessant, wie das Mädchen darüber berichtet hat. Und wollte die dann unbedingt mal testen. Das ist hier von Neutrogena die Glow Boost Creme. Es gibt davon auch eine blaue. Das müsste die Hydra Boost Creme sein. Aber ich fand die Glow-Variante um einiges interessanter. Ist eine Tagespflege. Und ich benutze eigentlich immer eine Pflege für morgens und abends. Ich habe nie so eine Nacht- und Tagespflege. Wollte ich aber gerne mal einführen. Deswegen habe ich mir jetzt mal eine Tagespflege geholt und werde jetzt dann für abends eine andere Creme benutzen. Von der Rossmann-Eigenmarke Domol gab es nochmal einen neuen Parfüm-Style-Erfrischer. Da stand zumindest neu dran. Ich habe aber das Gefühl, dass ich ihn schon mal zu Hause hatte. Das ist auf jeden Fall die Duftrichtung Süßorange und Pfingstrose. Doch, das hatte ich auf jeden Fall schon mal zu Hause. Ich glaube, ich habe das mal im April oder im Mai schon gekauft gehabt. Es war auch reduziert, aber es stand trotzdem neu dran. Ich denke mal, es wird aus dem Sortiment gehen, weil es bald in die herbstliche Winterrichtung gehen wird. Aber der war damals, glaube ich, echt gut. Also wenn das der war, dann fand ich den wirklich gut. Denk mit gab es neues Waschmittel und zwar gab es drei verschiedene Sorten und ich habe mich hier für die Feinwaschlotion entschieden. Das ist Color & Care. Das ist eine Farb- und Fasernpflege, also klingt sehr interessant. Vor allem jetzt im Winter hat man ja richtige Wollpullover an oder auch generell mal so eine feinere Leggings oder vielleicht auch mal eine Strumpfhose. Manche Strumpfhosen kann man ja waschen, deswegen fand ich diese Fasernpflege eigentlich relativ cool. Es gab neue Haarprodukte, die waren aber reduziert. Die habe ich in einem anderen DM gekauft und nicht dort, wo ich sonst immer hingehe. Und zwar ist es hier von der Greenfields Marke. Das ist eine Spülung
für koloriertes Haar und es ist ein Glanz und Schutz. Ich bin sehr gespannt, ich werde die mal testen und werde euch dann auch gerne mal in meiner Instagram-Story Feedback geben. Und dazu habe ich natürlich auch noch das passende Shampoo mitgenommen, das ist auch für koloriertes Haar. Ich fand hier die Verpackung vor allem sehr interessant und auch richtig easy, wenn man so unter der Dusche geht, kann man es direkt schön in die Haare einmassieren und hat nicht immer diese Tuben zum Rausdrücken. Eine Spülung, aber leider nicht mehr das passende Shampoo, dazu hätte ich auch sehr gerne noch getestet. Und zwar ist es hier die Spülung mit natürlichem Bierhafer-Extrakt und Walnussöl. Das ist eine sanfte Pflege und für Geschmeidigkeit. Wie am Anfang schon erwähnt, ich liebe solche Putz- und Reinigungstücher. Es geht super schnell und die dürfen auch immer so angenehm. Es gab 3 neue Duftsorten und ich habe mich hier für die Vanillesorte entschieden. Das ist Tropical Dream. Es gab noch verschiedene Sorten und es war diesmal so ein Vorteilspack. Also mega, mega cool. Und ja, also ich benutze die echt jeden Tag. Dann habe ich mir hier von Catrice eine Hydra Overnight Mask geholt mit 5% Skulan. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll, aber ich fand die sehr, sehr, sehr interessant und die war auch reduziert, weil Catrice einen Sortimentwechsel hat. Hat mich ein bisschen an die Hydra Boost Creme von Neutrogena erinnert und es ist wie gesagt eine Overnight Mask, also eine Nachtpflege, deswegen, wie ich schon erwähnt habe, ich wollte gerne mal Tages- und Nachtpflege machen, deswegen bin ich gespannt. Dieses Pack von Rasierern gesehen und muss sagen, ich fand das richtig, richtig schön und auch sehr interessant. Ich finde generell die Rasierer hier echt ganz gut, die halten echt unnormal lange. Meine Ferret-Rasierer sind ja immer noch die von Estrid, aber ich habe aktuell keine Klinge mehr. Deswegen habe ich jetzt mal hier das Pack mitgenommen. Hier ist einmal ein pinker, ein gelber und ein blauer Rasierer drin. Und ich fand die generell auch von der Klinge her sehr interessant und generell auch vom Packaging. Ist einem direkt aufgefallen und ich fand die gingen preislich auch noch total klar. Unser weißes Waschmittel ist wieder leer gegangen. Ich wasche weiße Klamotten immer mit so einem speziellen Waschmittel dafür. Und das ist auch hier das von Denk mit. Ich muss sagen, ich finde das richtig, richtig gut. Ich finde es viel besser als das von den teureren Marken. Und ich bin sehr happy mit dem und meine Kleidung bleibt immer schön weiß, dank diesem Waschmittel hier. Ein Stand, was eigentlich auch jeden Monat mitkommt, sind neue Kosmetik-T-Shirts. Die stehen ja an meinem Schminktisch und neben meinem Bett. Je nachdem, was als erstes leer geht, da werden die dann hingestellt. Meistens ist es echt am Schminktisch. No Cosmetics gab es ein neues Produkt. Verstehe ich auch nicht, warum sie das Ende vom Sommer rausgebracht haben. Es ist nämlich eine Tagespflege mit UV- und UVB-Schutz. Und ja, wie gesagt, also da ist eine Sonnencreme quasi mit drinne und mit Vitamin E und hilft beim Schutz und vor Sonnenschäden. Ich liebe No Cosmetics, ist eine richtig tolle Marke, kommt meine Haut richtig gut mit klar und ich liebe einfach No Cosmetics, muss ich echt sagen. Deswegen habe ich mir die auch direkt mitgenommen, als ich gesehen habe, dass die neu war. Ich habe mir noch ein Produkt von No Cosmetics mitgenommen. Das hat mir eine Freundin empfohlen, die wirklich sehr, 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 sehr zufrieden mit dem Produkt hier ist. Und als ich das bei ihr ausprobiert habe, war ich verliebt in dieses Produkt. Und zwar ist es ein AHA und PHA Cleanser. Finde ich sehr, sehr nice, weil das sind keine Peelingkörner. Das ist einfach wirklich wie ein Gel und kein richtiges Peeling. Und das schäumt so ganz leicht auf. Also ich war wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt hier. Also das hat, glaube ich, so um die 7 Euro gekostet. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich war wirklich sehr happy mit dem Produkt hier. Ich hatte die letzten Wochen immer sehr, sehr stark mit Muskelkrämpfen, vor allem in der Wade zu kämpfen. Das hat sich gerade gereimt, oder? Deswegen habe ich mir hier wieder meine Magnesium-Tabletten mitgenommen. Bodylotion habe ich auch auf TikTok gesehen. Die wurde auch sehr, sehr oft empfohlen. Und ich dachte, ich teste die auch mal. Das ist nämlich ein Softöl-Balsam. Also es ist quasi wie eine Creme. Und wenn man die aufträgt, wird die anscheinend zu so einer cremigen, flüssigen Konsistenz. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und die war echt nicht teuer. Die hat auch 40% Ölanteil. Und gerade für meine trockene Haut am Körper ist die bestimmt sehr, sehr nice. Ich habe einige Masken mitgenommen, die es neu gab. Und zwar beginne ich immer mit der Isana Augenpads Hurt-Maske. Ich kann einfach Hurt auf Englisch nicht aussprechen. Herz. Sagen wir Herzmaske. Und zwar sieht die so aus. Ich finde die vom Design her total, total ansprechend. Passend dazu gab es auch noch eine Star-Maske. Die finde ich so cool. Also wenn die im Winter rausgekommen wäre, wäre das ja voll der Vibe gewesen. Ich finde Sterne erinnern mich immer an den Winter. Aus der gleichen Reihe gab es dann noch eine Lip-Pad-Maske und noch eine große Augentuchmaske. Fand ich auch sehr interessant und habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert. Eine Tuchmaske, die nach Cherry-Duft riechen soll. Ich liebe Kirschgeruch und deswegen
freue ich mich schon voll, die mal auszutesten. Um ehrlich zu sein, kann es sein, dass hier gleich noch ein paar Masken kommen. Ich greife einfach mal in die Tüte und mache weiter. Und zwar habe ich hier noch eine Shams Augengel-Tuchmaske. Die habe ich mir eigentlich für die Glow gekauft. Die war nämlich im August. Ich habe vergessen mitzunehmen, deswegen lag sie noch hier in der Tüte drin. Von Balea gab es zwei neue Rasierprodukte. Da habe ich beide direkt mitgenommen. Und zwar hier einmal von Balea den Aftershave Balsam für den Intimbereich. Hier noch einmal ein Rasiergel, was auch extra für den Intimbereich abgestimmt wurde, mit Milchsäure, Aloe Vera Extrakt und Pfirsichblütenextrakt. Ich finde die vom Design her auch richtig, richtig schön. Lieblingstrockenshampoo ist leer gegangen, deswegen durfte das auch nochmal mit. Das ist hier von Batiste, das Trockenshampoo mit Farbe. Ich habe einen relativ dunklen Ansatz, deswegen nehme ich hier immer die Farbe Brünett, aber ich liebe das. Für die Haare habe ich noch ein Produkt mitgenommen, und zwar habe ich hier ein Haarparfüm. Das ist eine Limited Edition, und zwar nennt sich die Limited Edition Moonlight Flowers. Ich habe es schon getestet, ich muss sagen, ich finde es richtig angenehm vom Duft her und ich finde die Verpackung auch wirklich super, super süß. Dann habe ich hier ein neues Duschgel, Live Life in Full Bloom. Und das ist hier die Flower Shower mit zartem, blumigem Duft. Also mich hat das Design total angelächelt und es hat auch wirklich sehr, sehr gut blumig gerochen. Passend zum Badezusatz durften auch noch Badekristalle mit. Und zwar war es hier die Brazil Feeling Kollektion. Und ja, also die riecht echt sehr, sehr gut. Und zwar hat B-Routine neue Lippenprodukte rausgebracht. Und ich habe bereits einen Lippenbalsam, der die Lippen aufblustert. Und den finde ich so toll, dass ich alle Produkte aus der Kollektion mitgenommen habe. Das ist hier einmal die Tinted Lip Butter mit Nude Touch. Das ist ein Glossy Finish Effekt und die pflegen, wie gesagt, alles die Lippen. Also das sind keine Lipglosse oder Lippenstifte. Dann habe ich hier die Lip Flash Lip Gloss Roll-On mitgenommen. Das ist eine Fruity Color Pop Formel mit natürlichem Glanz und zartem Farbschimmer mit Erdbeerextrakt. Und dann steht hier Lippen- und Wangenblush. Bin ich gespannt, ob ich das wirklich für die Wangen benutzen kann oder ob es dafür vielleicht ein bisschen zu flüssig sein könnte. Dann gab es hier die Galaxy Lips Lip Gloss Roll-On Galax... Oh mein Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ist auf jeden Fall ein Galaxie-Schimmer für ultra frische und pralle Lippen mit Mondsteinextrakt und Hologlow. Finde ich, sieht auch total interessant aus. Hoffentlich ist es nicht blau auf den Lippen. Dann, das ist glaube ich so mein Favorite vom Aussehen her, Buttercream Lippenbalsam für natürliches Volumen, für butterweiche und gepflegte Lippen, vollere Lippen mit BioShare Butter. Und ja, also ich muss sagen, ich finde die vom Design her mit am ansprechendsten und bin sehr gespannt, wie die sein wird. Und ich glaube, das letzte Produkt ist dann hier das Sugar Lip Scrub, zuckersüßer Glätte-Effekt mit einem sanften Zuckerpeeling. Und ja, das soll auch nach Erdbeer duften. Finde ich, sieht auch sehr interessant aus, vor allem... Ich liebe solche Peelings, die in so einer Verpackung sind und nicht, wo man mit den Händen so reingehen muss. Und das Produkt gab es dann auch noch. Das ist hier das High Wonder Lips. Das ist eine Ampulle für die Lippen mit Hydration und das soll Glow und Hydration den Lippen geben. Ich habe mir von Sundance auch so ein ähnliches Produkt mitgenommen. Und zwar ist es hier eine Lippenpflege mit 30er Lichtschutzfaktor mit Minzduft. Ich habe es wegen dem Duft mitgenommen und weil ich es auf TikTok gesehen habe, wo jemand meinte, dass das Produkt richtig gut sein soll. Das soll die Lippen auch ein bisschen aufblustern und generell total gut riechen und ich bin einfach ein Opfer. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe noch eine Lippenpflege mitgenommen und zwar von Balea. Das ist hier die Lippenpflege Make a Wish. Die fand ich, sah total, total süß aus. Das ist eine neue Lippenpflege, die findet ihr auch im Lippenpflegenregal und nicht in der Kinderabteilung. Aber ich fand die voll cute. Ich musste die einfach mitnehmen. Gab es eine neue Haarreihe und zwar ist es hier die Kashmir Dreams Reihe gewesen. Ich habe, ich glaube, drei Produkte nicht mitgenommen. Das war einmal ein Haarband, dann so eine Kopfhaube, Shampoo und Spülung und ein Spray habe ich nicht mitgenommen. Das waren die Produkte, die mich so gar nicht interessiert haben. Dennoch habe ich, glaube ich, drei oder vier Produkte mitgenommen. Und zwar einmal hier das Haarpflegeserum, dann hier einmal das Kashmir Dreams Blow Dry Spray. Das hatte ich schon mal von einer anderen Reihe und fand das richtig, richtig gut. Das gibt es aber leider nicht im festen Standardsortiment. Dann hier einmal die Kashmir Dreams Haarbutter. Also quasi wie eine Maske, nur mit einer bisschen festeren Konsistenz. Und das letzte Produkt, das finde ich mit am interessantesten, das ist der Hitzeschutzbalsam. Bin ich sehr gespannt, weil erinnert mich ein bisschen an die Olaplex-Produkte. Auch wegen dem Hitzeschutzbalsam und sowas bin ich sehr gespannt. Und die Produkte riechen nämlich auch richtig, richtig toll. Von Essence habe ich mir eine Ultra Care Food Maske mitgenommen. Also für die Füße, nicht Food, sondern
eine Fußmaske, gab es eine neue Limited Edition, und zwar die Sunset Lover Reihe. Das war das letzte Produkt, was verfügbar war, und das war auch das Produkt, was mich am meisten interessiert hat. Und zwar war es hier das Lip Oil mit Vitamin E. Das mache ich mir, glaube ich, ins Auto rein. Ich liebe solche Lip Oils. War ein Lipgloss im Angebot, da habe ich mir einen mitgenommen, und zwar die Farbe 020 Pearly Peach. Finde ich sehr, sehr schön. Ist so ein ganz, ganz helles Rosa und I love it. Dann habe ich mir nochmal einen Lip Liner mitgenommen, und zwar waren die wieder verfügbar. Die waren jetzt richtig lange Zeit ausverkauft. Und zwar einmal hier von Manhattan, die Farbe 59G ist somit mein Favorite Lip Liner. Auch einmal 94F, auch von Manhattan der Lip Liner, die sind dauernd ausverkauft. Und weil die dauernd ausverkauft sind, habe ich meine Lieblingsfarbe 59G zweimal mitgenommen. Und weil ich einen 20% Coupon hatte auf NYX Lip Liner, habe ich mir auch nochmal meinen Lieblings NYX Lip Liner mitgenommen. Das ist die Farbe Nude Trüffel und meiner ist sogar fast leer. Von Evelyn gab es ein Mini-Pinzetten-Set und ich liebe Pinzetten und vor allem so Mini, voll cool. Gerade so für Reisen oder sowas finde ich die echt sehr, sehr gut. Und ich glaube, die sind auch richtig handlich. Da sind sogar drei verschiedene drin. Von Garnier gab es neue iPads, und zwar sind das hier die hier. Da steht super viel Information drauf, aber ich fand die auch sehr interessant, vor allem zum Testen. Gatubi geht tatsächlich aus der Drogerie raus, und da habe ich mir dann zwei Concealer mitgenommen. Und zwar einmal in der Farbe 100 und einmal in der Farbe 85. Die Farbe 85 werde ich benutzen als meine normale Concealer-Farbe. Ich bin gespannt, wie ich den finden werde. Und die Farbe 100 werde ich zum Bronzen und Konturieren nehmen, weil es schon eine dunklere Farbe ist, aber trotzdem noch eine sehr natürliche Farbe zum Konturieren. Catrice hatte auch noch ein Produkt im Angebot, das habe ich mir auch noch mitgenommen, weil es aus dem Sortiment geht. Und zwar ist es hier der Lip Coconut Balm. Also dieses Video ist wirklich sehr lippenlastig. Und ich finde, der riecht so gut nach Kokosnuss. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, ohne den mitzunehmen. Ich liebe Kokosnuss und ich liebe Lippenprodukte. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich noch genau zwei Produkte. Und zwar sind das zwei Badezusätze. Ich kannte die Marke auch noch gar nicht. Die heißt, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Treats? Ich glaube, die heißt Treats. Und zwar habe ich mir einmal das Lilane mitgenommen und einmal das Pinke. Das Pinke duftet nach Love Story, also da steht keine genaue Bezeichnung drauf, und das Lilane ist anscheinend Magic Passion, also klingt sehr interessant und ich möchte die unbedingt mal ausprobieren. Wenn ich mich nicht täusche, müssen das alle Produkte sein, die ich diesen Monat gekauft habe. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel gekauft. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das letzte Produkt war, was ihr im DM, im Rossmann, im Müller oder irgendwo in so einem Drogeriemarkt gekauft habt. Würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht können wir uns alle nochmal so ein bisschen inspirieren. An der Stelle sagen, habt einen schönen Tag. Vergesst nicht, mich kostenlos zu abonnieren, weil ich habe gesehen, dass sehr, sehr viele mich noch nicht abonniert haben. Deswegen tut es sehr, sehr gerne. Das ist kostenlos und so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!